möchten Sie sie auffordern, von dieser Aggressions- und Sanktionspolitik von Deutschland abzugehen und auf Russland zuzugehen und um quasi Aussöhnung mit Putin sich zu bemühen und mit Russland. Und ich finde das eine ganz tolle Sache. Die Merkel hat eh gesagt, dass der South Stream ist, ja, Putin ist jetzt auf einmal wieder ein sehr zuverlässiger Partner. Ja, genau, also wirklich eine ganz tolle Sache. Und es, natürlich hat dann auch die Springerstiefel, ja, drehen sich auch, die okay. Welt und die Bild und so weiter auch alles angefangen, zum sofort gegen diesen offenen Brief alles zu wettern und ihn als peinlich bezeichnet. Ja? Aber ich sage euch eins, mittlerweile selbst den größten Schläfern hier unter uns, ja, die so wirklich gar nichts mitkriegen, wird irgendwann mal nicht mehr ganz einleuchten, warum jetzt auch ein Roman Herzog, ein Klaus-Maria Brandauer, ein Mario Adorf auch alles Antisemiten, Putin-Versteher oder Nazis sein sollen. Das passt einfach irgendwann mal nicht mehr ins Bild. Ja? Es sind so viele Leute, die aufwachen und auch unter Prominenten, die natürlich Einfluss haben auf die Masse, die einfach sagen, so geht das nicht weiter. Und ich verstehe eine, ich verstehe wirklich eine Sache nicht. Ich verstehe die vielen, vielen Journalisten nicht und die Politiker, die da wirklich mitziehen, obwohl sie wissen müssen, dass das Bullshit ist, was sie machen. Es ist aber leider, es passieren auch Dinge, die an uns vorbei passieren. Danke vielmals. Es sind etliche Redakteure, Journalisten und so weiter in den letzten Monaten auch in der Zeit der Ukraine-Krise in Deutschland gegangen worden oder selbst gegangen. Wir kriegen das kaum mit und auch eben von der sogenannten Mainstream-Presse, beziehungsweise man könnte es auch bezeichnen als die Massenverblödungswaffen, sind wirklich gegangen, haben sich zig verabschiedet und zwar auch namhafte Redakteure haben den ganzen Schmarrn den Rücken gekehrt. Ja? Also sind nicht alle so deppert. Nur natürlich schreibt die Zeitung dann nicht, wir haben gerade 20 Redakteure entlassen. Also das, ja? Das wird also nicht an die große Glocke gehängt. Aber es gibt durchaus Sachen, wo man einfach sagt, es gibt mehr und mehr, die wachen auf. Ihr gehört von der Eliteeinheit 8200 aus Israel, ja? Die gesagt hat, das was wir machen, ist ein Verbrechen gegen die Palästinenser. Und wir machen das nicht mehr mit. Club des CIA und NSA, die einen offenen Brief geschrieben haben, ebenfalls an Merkel. Ja, die arme Frau muss ganz schön viel lesen in den letzten Monaten. Ich glaube, dass sie es gelesen hat, aber sie kann leider nichts machen. Sie ist ja nur eine kleine Angestellte. Aber auch dort wird gesagt, dass die Beweise, die gegen Russland vorliegen und die als Gründe für die Maidan-Proteste aufgelegt werden, nicht richtig sind. Dass also aus geheimdienstlichen Quellen diese Sachen zum großen Teil gefälscht sind und manipuliert sind, ja. Also das alles kommt nach und nach raus. Und ihr könnt es euch, ich habe vorhin glaube ich Washington Journal oder so gesagt, in der Washington Post, googelt es einfach mal, Miloš Zeman und dann diesen Karl, ich vergesse den Namen immer, aber ich mag ihn auch nicht. Kalaschnikow. Also wie habe ich ihn vorhin genannt? Karl Birchman. Ja, googelt einfach mal. Washington Post, dort seht ihr seine Äußerungen zu Tschechoslowakia und dass die Tschechei, er sagt zu Tschechoslowakia auch und dann Tschechei mischt ein bisschen, dass diese nun offenbar ihre moralische Verpflichtung nicht mehr erfüllen. Ich meine, ich kann eigentlich nur kotzen, wenn ich sowas höre. Okay, also auf jeden Fall, es macht keinen Sinn. Je weniger wir werden, desto stärker müssen die bleiben, die da bleiben. Und auf jeden Fall nicht aufhören, weil sonst lachen sich andere ins Fäustchen. Also einen schönen Abend.